Ja, hallo, willkommen zurück zu Oxygen Not Included. Ich lasse das Spiel mal direkt wieder laufen. Und ja, also wir haben beim letzten Mal hatten wir damit aufgehört, wir wollten hier zwei Keuchwurz platzieren, um die enorme Hitze, die sich hier entwickelt, ja, dagegen was zu unternehmen. Sonst haben wir irgendwann das Problem, dass unsere Gaspumpe nicht funktioniert. Da muss ständig jemand hier rein reparieren. Wir verlieren durch die Tür den Gasdruck und ja, das ist alles nicht so, wie wir uns das vorstellen. So, Keuchwurz auch. Wir müssen auch gleich ein paar weitere Keuchwurz sammeln. Oder wir müssen gucken, ob wir hier diese alle brauchen. Ja, das sieht fast so aus. Vielleicht verlagern wir allerdings diese Klimageräte auch noch nach außen hin, dass wir diesen Raum umbauen. Mal schauen. Würde ja wahrscheinlich Sinn machen. Dieser hier funktioniert. Ah, jetzt haben wir. Jo, jetzt sind wir schon bei 12 Grad. Das sieht besser aus. Okay, sehr schön. Den brauchen wir hier nicht mehr. Dann können wir entwurzeln und die beiden Dinger zerlegen. Das haben wir gut abgekühlt. Wie ist es hier? Ja, dann bauen wir hier den wieder auf. So, hier mal nicht ganz so in der Ecke. Hier ist es doch schon deutlich zu warm. Lufterfrischer, wenn wir hier gar keinen verschmutzten Sauerstoff mehr, den können wir auch zerlegen. Okay. Wir können hier noch ein bisschen mehr freigraben. Hier auch. Das noch da noch mit warten, weil wir hier nämlich jetzt mal alles zerlegen können. Das brauchen wir eigentlich nicht mehr. Die Leiter lasse ich noch stehen. Aber so, das können wir zumindest alles auch zerlegen. Keuchwurz einpflanzen, bitte. Okay, schauen wir mal nach Sachen, wo wir jetzt leckt es aber sehr schon länger nicht mehr geguckt haben. Hier sind wir mittlerweile auf 40 Grad Temperatur runter. Ne? Das hat aber geholfen. Wobei das vielleicht auch an dem Wasser liegt, dass hier noch mit 74 Grad jetzt reinkommt, anstatt 90. Also es leckt jetzt schon. Jetzt geht's wieder, okay. So, hier. Ja, das heizen wir natürlich hier wahnsinnig auf. Also das hier war gar nichts. Trotzdem, wenn man das sieht, hier sind 5 Keuchwurz am Arbeiten und die schaffen es nicht, diese enorme Hitze hier dagegen was zu unternehmen. Das ist Wahnsinn. Okay, achso, wir wollten ja hier uns weiter durchgraben. Das machen wir mal so. Und dann, wenn wir das brauchen, doch, können wir so machen. Wir haben hier Sand, deswegen wollen wir hier möglichst nicht durchbauen. Also machen wir das so, weil wenn wir hier durch den Sand buddeln, der fällt uns runter, unsere Duplikanten sind wieder verschüttet und ja, das ist immer nicht das, was wir wollen. In der Hoffnung machen wir das, dass wir hier so ein Gerät finden, wie wir. Ich zeige es euch mal kurz. Irgendwo hier, wie wir hier haben. So, hier haben wir jetzt den Kohlenstoffdioxid. Ja, er sinkt schon. Ich würde aber trotzdem hier jetzt einen normalen Abzug wieder bauen, dass wenn unsere, wie heißen sie noch, Slickster hier wieder in Einsatz kommen, dass hier trotzdem Öl dazu kommt. So, wir können eigentlich einmal. Ich würde ganz unten hier, ganz gerne hier unten die nächste Pumpe bauen. Hier komplett durchgraben. Sanitär. Flüssigpumpe unbedingt aus Goldamalgam, weil hier wird es warm.
Stromkabel. Machen wir mal so. Die Leitung muss auch was abkönnen. Die bauen wir aus Abyssalit. So. Das könnte auch mal nebenbei anfangen. Hier. Jo, oh, wir haben hier alles schon freigegraben, heißt wir können hier das Ganze aufräumen, bevor wir hier die Wand durchbrechen. Da kommen wir momentan nicht ran, das lassen wir mal außen vor. Okay, hier, der Raum füllt sich weiter mit Gas. Wir haben hier schöne Rückstauung. Okay, das sieht sehr viel besser aus. So. Dieser Raum hier, wo ist er? Da ist er. Ja, fühlt sich auch gut. Temperaturtechnisch wird es besser. Also können wir hier mal wieder zumindest 100 Gramm. Wir können auch ein bisschen mehr. 120 durchlaufen lassen. Das wird uns dann auch noch dabei unterstützen, hier wieder Rücklagen aufzubauen. Ja, was macht hier unsere Geschichte? Körpertemperatur. Wie warm dürfen die sein? 21 bis 36,9. Wir haben hier 39. Achso, weil wir das verschmutzte Wasser, das wahrscheinlich nicht ganz kalt ist, hier reinbringen. Okay. Dann würde ich ganz gerne das zerlegen. Außerdem zerlegen wir hier die Wand. Hier kommt auch eine Tür rein. So. Ein Keuchwurz rein, der das Ganze dann eine Zeit lang abkühlt. Was macht unser anderer Raum hier oben? Hier ist es wahrscheinlich zu kalt. Dann nehmen wir den nochmal wieder eine Zeit lang in Betrieb. Darf ich nur nicht vergessen, den wieder abzuschalten. Ja, was mache ich hier? Vorübergehend mache ich hier erstmal, dass wir diese beiden Rohrleitungen zerlegen. Und das hier wieder verbinden. Weil das hier, das geht ja gar nicht. Das Wasser kann er jetzt in aller Ruhe, wenn das möglich ist, kann sich das abkühlen. Mal gucken, ob das funktioniert. Weil das steht ja jetzt einfach in diesen Leitungen und wieder, allerdings mit der erhöhten Temperatur. Aber, ja, mal gucken, was das für unseren Sauerstoff hier bedeutet. Wir sind jetzt bei 9 Grad hier oben und 9,5 Grad hier unten. Okay. Und hier sieht es hoffentlich jetzt, oh ja, das sieht deutlich besser aus. Schön. Okay, was hatten wir angefangen? Wir haben, oh ja, hier sind wir am Aufräumen. Das wird wahrscheinlich auch noch ein bisschen dauern. Die müssen damit nämlich ganz schön weit weg. Okay.
ist die Frage, ob wir das nicht... Das ist keine Frage, das machen wir einfach. Da bitte graben. Hier eine vernünftige Leiter, so. Und stellen hier... noch eine Armee-Lagerverdichter auf. Okay. Gut. Ja, das sollte... Jetzt habe ich da wieder die Priorität vergessen. Natürlich. Das erstmal bauen, bevor wir da weiter aufräumen und dann... Ja. Können wir nämlich die ganzen Sachen hier einräumen, dann müssen die nicht mit den... mit allem, was die aufsammeln, durch die ganze Kolonie durch in den Lagerräumen. Hier drüben. Das haben sie nämlich jetzt gerade gemacht. Das ist natürlich wenig Sinn. So, 38 Grad. Was haben die bis 85? Dann können wir es eigentlich noch ein bisschen laufen lassen. Wir haben ja noch Reserven. So, dann kann auch das hier freigegraben werden. Das hier. Zu tun. Wie sieht es hier unten aus? Hm. Da haben wir noch nicht so viel geschafft. Das hätte ich aber ganz gerne fertig, bevor wir uns um die weiteren Sachen hier kümmern. Ich habe nämlich einen kleinen Plan. Ich würde dann hier das einfach schon mal mit normaler Priorität machen. Das freigraben. Das gleiche dann hier auch und wir haben hier Öl mit einer ziemlich hohen ja, nennt man das Verdichtung pro Feld. Was da wahrscheinlich dafür sorgen wird, dass wir hier alles auch, wenn wir das hier gleich aufholen, dass hier das Öl ansteigt. Die Slicks da werden wahrscheinlich ein bisschen oberhalb und dann bauen wir innerhalb von diesem Öl bauen wir dann einen Schwunggitterziegel, dann bleiben die Slicks da drüber, das Öl sinkt ab und wir haben nicht das Problem, dass die irgendwo im Öl ja, verschüttet sind und somit kein Rohöl produzieren können. Ja, so, das läuft. Dann wird irgendwann auch hier die Ölproduktion wieder anlaufen. Okay. Ja, das hier funktioniert auch. Allerdings kommt hier unten natürlich gar nichts mehr an. Das ist auch nicht im Sinne des Erfinders. Und dann wird das hier nochmal leicht ab. Bauen den da neu. Schließen das Ganze mit dem Rohr an. Und dann wird der zerlegt, ja. Das können wir so machen. Plastik fehlen, okay. Ja, wenn wir noch ein bisschen Wasserstoff auch noch hätten, das, dann können wir hier einen schönen bunten Farbenmix machen. Ja, hier
steigt das Erdgas weiter. Gut, also das hat war sehr gut, dass wir den Erdgasgeist hier mit eingebunden haben. Jo. Dann, oh ja, bis hierhin staut sich schon zurück. Ja, momentan würde ich fast sagen, läuft ganz gut. Dass wir uns. Ja gut, wir haben noch erst nochmal noch einiges zu erledigen. Schadenüberhitzung. Okay. Dann. Noch 40 Grad ist erstmal okay. Klimagerät, warum überhitzt die? Habe ich die nicht aus Goldamalgam gebaut? Ah. Dumm. Zerlegen. Zerlegen bitte. Jo, so könnte das funktionieren. Was macht unsere Ölbohrung? Ja, wir kommen der Sache näher. Die Leiter haben wir schon mal bis hier gebaut. Und man sieht jetzt schon, wir haben das hier angebohrt. Das war das, was ich meinte mit den Sticks dann. Also, wo wir hier auch noch rankommen. Nur so raus. Hier wird auch wieder gepumpt. Das läuft auch wieder, Plastik wird erzeugt. Schön. Haben werden. Überall ist was zu tun. Okay. Vielleicht macht es Sinn, hier mal diese ganzen Dinge abzubauen. Hier laufend das verschmutzte Wasser herkommen könnte. Das nervt mich ein bisschen, dass ich hier ständig wischen muss und wischen. Und hier noch eine
Leiter rüberbauen, dann müssten wir ja eigentlich das alles hier erreichen. So ist immer was zu tun. Okay, passt das jetzt besser hier? Dann müssen wir mal Langzeitbetrieb abwarten. Entschuldigung, jetzt ja gerade auch erst funktioniert. So, hier. Jo, staut sich zurück, das ist gut. Kann man hier eigentlich auch noch ein bisschen mehr Pfeffer geben, weil wir haben auch hier ja Rückstauung. Das ganze Rohr oder die ganzen Rohrleitungen sind auch gefüllt. Oh, laufen hier von Zeit zu Zeit die Kohlegeneratoren. Da muss ich mal ein Auge drauf haben. Das möchte ich natürlich nicht. Dann will man nämlich hier noch ein paar dazu bauen. Jetzt wo wir das Erdgasproblem gelöst haben. Kreuzung funktioniert. Wir bauen das einfach mal. Oder fangen zumindest damit an. Also zum ersten haben wir ja schon gelernt. Man muss da, wo man durch möchte. Das machen wir immer noch ein bisschen anders. Das machen wir so. Muss man wie heißt es doch gleich? Muss man erst einen Ziegel bauen, damit es da durchgeht. Hier müssen wir freigraben, damit wir die Röhren bauen können. Und hier natürlich mit allen Sachen, ich beobachte das mal gerade. Geht's denn lang? Das ist natürlich auch ein Weg, also. Da wird es halt auch schwindelig durch die Kurve da. So, und wo geht's dann hin? Ja, erstmal hat er dann keinen Atem mehr. Holt er sich was zu essen. Aber gehen die denn tatsächlich alle hier hin? Das macht doch keinen Sinn. Haben wir hier vielleicht eine höhere Priorität? Nee. Ist das hier schon wieder voll? Nein, auch nicht. Warum nehmen die nicht hier den kurzen Weg? Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Was ist da gerade passiert? Keinen blassen Schimmer, ich weiß es nicht.
vielleicht auch bestimmte Sachen, die die eventuell da hinten nicht hinbringen. Kohle machen wir alles ganz normale Gegenstände. Gase in diesem Raum abkühlen, sollte das weiterhelfen. Jo. Okay. Was macht unsere... Oh ja, das ist fertig. Sehr gut. Dann müssen wir jetzt noch hier den Strom anbinden. Leitung. So, und dann können wir alles, was hier ist, nämlich zerlegen. Das hier würde ich gerne freigraben. Irgendwas kommt, wofür man das nutzen kann. Erstmal wird wieder geschlafen. 281.000 Kalorien. Ja, da kann man erstmal mit arbeiten. Sind auch mittlerweile schon bei Zyklus 247. Joa. Viel Langeweile ist. Sieht ja lustig aus. So, die Keuchwurz bitte hier einpflanzen. Einstellung hier hin kopieren. Genau. Okay. Leiter entlang hoch. Erstmal bis hier und dann schauen wir mal. Ja, okay, gut. Ich würde sagen, da diese Folge, glaube ich, schon wieder ein bisschen länger ist als die vorherigen, machen wir hier mal einen Cut. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Tschüss und bye bye.